stehen wir in einem Kulturfrühling jetzt mitten im Hochsommer. Es gibt Anzeichen. Professor Paul Mickert, Kultusminister von Nordrhein-Westfalen und derzeit Präsident der Ständigen Konferenz der Länderkultusminister, wird in diesen Tagen beim Bundeskanzler sein. Im Mittelpunkt des Gesprächs soll ein Vorhaben stehen, dem heute neuerdings viele Erwartungen gelten: die Bildungsplanung. Dabei geht es um mehr als um Wissenschaft und Forschung. Es geht um eine übergreifende Planung von Hochschulen und Schulen, wenn nicht von Kulturpolitik überhaupt. Mehr Studenten, das setzt nun einmal mehr Abiturienten voraus und das heißt wieder genügend Schulen. Die Schulen sind die Zubringer der Hochschulen, wie umgekehrt von den Hochschulen die Lehrer kommen, an denen es heute so bitter fehlt. Man spricht im Blick auf erschreckende Mängel, Versäumnisse, Lücken vom deutschen Bildungsnotstand. Er könnte sich, wenn nicht Worten nun endlich Taten folgen, zu einer Bildungskatastrophe auswachsen. Vom einzelnen Bundesland her können die drängenden Bildungsprobleme nicht mehr gemeistert werden. Bislang war es allerdings üblich, dass die Länder pochend auf ihre sogenannte Kulturhoheit sich dem Bund gegenüber verschanzten. Am liebsten hätten sie ihm nur die Rolle eines Zahlmeisters zugewiesen, aber nicht eine Rolle des Mitwirkenden, Mithandelnden, Mitverantwortlichen. Doch diese Verkrampfung scheint sich zu lösen. Bund und Länder sprechen unbefangener als bisher von gemeinsamen Planungen. Auf ihrer jüngsten Sitzung, es war in Köln, bekannten die Kultusminister in aller Form, dass Bildungsplanung nur in steter Wechselwirkung zwischen Ländern und Bund erfolgen kann, also nur unter überregionalem oder, sagen wir ruhig, unter nationalem Aspekt. Man beschloss sich deswegen an die Bundesregierung und das heißt zunächst an Bundeskanzler Erhard zu wenden. Diese Resolution trägt stark die Handschrift des mit originellem politischem Verstand begabten Professors Mickert. Er hat in Professor Hahn, dem neuen Kultusminister von Baden-Württemberg, neuerdings einen Mitspieler mit Elan. Fast kann man von einem Club der Reformer unter den Länderkultusministern sprechen, wozu etwa auch der hessische Minister Schütte oder der Berliner Schulsenator Evers gehören. Bayern hätte heute die Chance, mit der Auswahl des Nachfolgers von Professor Mounts ebenfalls in das Lager der Reformer einzuschwenken. Angesprochen in Bonn ist von diesem Appell, dem Bildungsnotstand gemeinsam zu steuern, in concreto Hans Lenz. Der Bundesminister für wissenschaftliche Forschung lässt keinen Zweifel, dass er sich nicht mit der blassen Hintergrundrolle abzufinden gedenkt, die ihm ursprünglich einzelne Länderkanzleien zuweisen wollten. Im Hause Lenz regt sich vieles. Man hat Ideen, Vorschläge, Gedanken, wie sich in gemeinsamer Planung im Erziehungswesen insgesamt Bund und Länder enger miteinander verzahnen könnten. Dafür bietet sich die Ständige Kommission an. Sie ist Kernstück des jüngst unterzeichneten Verwaltungsabkommens, das Bund und Länder gerade in dieser Ständigen Kommission zu ständiger gemeinsamer Absprache verpflichtet. Darin will auf Bundesseite sogar Professor Erhard selbst den Vorsitz übernehmen. Dieses Forum wäre ein Steuerungsorgan nicht nur für den Ausbau der bestehenden, sondern auch für die Gründung neuer Hochschulen. Als Gemeinschaftsunternehmen von Bund und Ländern gibt es ferner seit nun schon mehr als 7 Jahren den Wissenschaftsrat. Er hat in der Hochschulplanung gute Arbeit geleistet. Man sollte den Wissenschaftsrat jetzt durch eine Kommission für Bildungswesen erweitern, die sich aller Schulfragen annimmt. Ausgerichtet sowohl auf die Kultusministerkonferenz der Länder wie auf das Wissenschaftsministerium des Bundes könnte dem Wissenschaftsrat so die Rolle eines Koordinators der Bildungspolitik insgesamt zuwachsen. Dies alles ein Konzept deutscher Kulturpolitik, das Bund und Länder, Schulen und Hochschulen zu gleichermaßen umfasst? Vielleicht bahnen sich, meine verehrten Zuschauer, hier Entwicklungen an, die wir noch vor einem Vierteljahr kaum für möglich gehalten hätten.